So, und damit einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu diesem Livestream. Heute mal wieder eine Runde Victoria 3 hier. Spielen wir jetzt ungefähr eine Stunde und 15 Minuten. Freue ich mich auf jeden Fall drauf mit unserer tollen Ausrufezeichen Vic3 Mod, die ich hier wieder spiele und euch zeige, weil ich sie einfach sehr, sehr cool finde. Und danach wechseln wir wieder, wie gestern auch schon, zu Games Bavaria, dem Twitch-Channel. Und dort werde ich Sengoku Dynasty spielen, aber nicht einfach nur Sengoku Dynasty, sondern ich werde mit einem der Produzenten und Publisher von Toplitz, die auch sozusagen das Entwicklerstudio unter sich haben, mit dem zusammen über Sengoku Dynasty reden. Das heißt, wir können ihm alle Fragen stellen, die uns interessieren zu Sengoku Dynasty. Und ja, ich glaube, das wird sehr cool werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. So, dann muss man hier den Sound ein bisschen wieder leiser machen. So. Ach ja, schön. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt auch eine angenehme Woche gehabt. Und jetzt Lust auf ein bisschen Strategie-Content. Wer ist denn schon alles im Chat? Da haben wir schon Masterson. Abe, Tetri, Hallöchen, Mahai, Servus an alle. Ich grüße meinen Internetanbieter, der es gerade nicht hinbekommt, eine stabile Verbindung herzustellen. Sowas. Sowas. Das ist natürlich mal, man kann sich dann nicht immer verlassen, ne? Schwierig. Wen haben wir noch? Partykracher, auch am Start, Abe. Tetri schreibt, hier spricht der Internetanbieter, Gruß zurück. Und Roduz ist auch am Start, Abe, mein Lord. Hallo, hallo, schön, dass du auch da bist. Hallöchen. So, gut, aber weil wir heute eh nicht so viel Zeit haben, würde ich sagen, starten wir auch relativ schnell rein. Das ist die Version der Victoria 3 Mod, The French Austrian Dualism, die ab 20. August auf Steam auch dann so geupdatet und verfügbar sein wird. Das heißt, da haben wir schon das Thema Krankheiten dabei, Impfungen, Gesundheitssystem, alles was neu dazugekommen ist bei dieser Mod. Und wir haben ja sowieso schon jede Menge Content. Deswegen fangen wir doch da jetzt einfach mal ein neues Spiel an. Und zwar habe ich gedacht, hey, spielen wir doch mal mit Österreich, weil Österreich bietet auf jeden Fall eine ganze Menge Content in dieser speziellen Mod. Es heißt ja auch The French Austrian Dualismus, also der französisch-österreichische Dualismus. Dementsprechend gibt es natürlich für Österreich auch ganz viele spannende Sachen zu spielen. In unserer Multiplayer-Runde, wo wir ja am Samstag ab 18.30 Uhr weiterspielen werden, da spiele ich ja Bayern. Das heißt, bei Bayern seht ihr auch schon ganz viel. Ich will ja auch noch ein Let's Play machen, wenn ich von der Gamescom zurück bin. Wahrscheinlich starte ich mit der Aufnahme des Let's Plays. Und das wird dann entweder Griechenland oder der Kirchenstaat werden. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was von den beiden wir machen werden bei dem Let's Play. Eins von den beiden Sachen wird es dann auf jeden Fall werden. So. Gebratener Hund, Abe, ich grüße dich. Und der Nordstädter, auch dich grüße ich. Hallo, schönen guten Abend. Ne, wir nehmen jetzt Österreich. Einfach um das... Ihr seht ja hier, ne, für alle, die die Mod nicht kennen. Hier, wir haben von Anfang an Polen, Ukraine, die Vereinigten Baltischen Provinzen. Es gibt hier ein Westfalen. Und wie ihr seht, Österreich hat so seine Marionetten. Das heißt, das gehört nicht alles Österreich. Preußen ist geschwächt. Frankreich, ja, auch recht spannend zu spielen. Aber ich dachte jetzt, wenn wir einfach mal recht ungezwungen mit Österreich starten und uns einfach das mal in Ruhe anschauen, wie wir so mit Österreich jetzt spielen können hier, mit diesen ganzen Sachen der Mod. So, die Facecam habe ich mir mal ein bisschen verschoben. Gut. Dann starten wir doch mal direkt rein. Erstmal, mit was fangen wir an? Technologie. Gut, für Österreich ist es natürlich auch Militär sehr wichtig. Da müssten wir natürlich theoretisch die Generalstäbe versuchen aufzuholen, aber das dauert 3 Jahre, dass wir die Plänkel-Infanterie haben. Das hat immer Preußen so als gewissen Vorteil, deswegen würde ich das vielleicht mal holen, aber 3 Jahre ist schon recht lang. Schauen wir mal bei Gesellschaft, da brauchen wir auf jeden Fall auch Pharmazeutika, das braucht auch 3 Jahre. Wieso dauert denn das so lang? 3 Jahre? Weil wir haben doch schon die ganzen Einzelforschungen. Spannend. Produktion. Oh, wir haben noch keine Eisenbahn in Österreich, genau. Also das werden auch wichtige Forschungen werden. So. Okay, da haben wir erstmal nichts Wichtiges. Wie ihr seht, hat sich mit der Mod hier, mit dem Mod-Update dann ab 20. August für euch auch verfügbar, oben links die UI auch geändert. Das heißt, ich sehe jetzt jederzeit meine Legitimität, ich sehe jederzeit meine Technik.
Das heißt, wie viel Innovation ich habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier drüber hovere, sehe ich, Maximum ist 97, wir haben 54. Das heißt, es würde sich anbieten, noch mehr Universitäten zu bauen, dass wir auf unser Maximum kommen. Unsere Verrufenheit sehen wir hier, Gesamtzahl an Flotten und unsere Armeeeinheiten. Also wichtige Informationen, die das Spiel uns bisher nicht liefert. Ja, sehen wir es hier. Dann haben wir natürlich das Thema mit der Ungarn-Frage hier. So, aber wartet mal. Da ist Nikola Tesla, genau. Ah, ich glaube, ich muss das Spiel einfach mal kurz laufen lassen, dass dann auch der Dualismus kommt. Wird abgeschlossen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Ungarisch erfährt in Österreich keine Diskriminierung. Dann kommt die Doppelmonarchie, okay. Ich lasse jetzt erstmal die Zeit kurz laufen, weil da müssten wir nochmal zum Start. Ja. Ah, nicht nur das Event bekommen, es gibt direkt das Oktoberfest aus Bayern. Ortsapft ist, das heißt, wir bekommen alle Geld tatsächlich dadurch. Und was wir ja auch nochmal gucken können, ist vielleicht kurz beim Thema Gesetze. Wir haben kein Gesundheitssystem, aber wir haben schon öffentliche Schulen. Huh. Aber aktuell, oh, wir haben noch die Grundsteuer, noch nicht mal die Kopfsteuer, okay. Eigentumsrecht gibt's schon. Das ist eine ganz spannende Konstellation, muss ich sagen, die wir hier zum Start in Österreich haben. Da können wir aber aktuell nicht viel ändern, außer dass wir vielleicht die Nationalgarde beschließen. Und da sollte, glaube ich, nichts dagegen sprechen. Dann werden wir schon mal versuchen, gesetzesmäßig die Nationalgarde zu beschließen, um ein bisschen stärker noch zu werden, militärisch. Uns fehlt leider ein bisschen Bürokratie. Aber dann würde ich vorschlagen, bauen wir doch mal hier Besteuerungskapazität. Transdanubien. Wo ist denn Transdanubien? Hier. Da brauchen wir mehr Kapazität, deswegen bauen wir hier erstmal einige. Machen wir mal 4 Stück. 3 hier. 2 hier. 2 hier. Und hier auch noch ein paar Regierungsverwaltungen. Sehr schön. Lassen wir die Zeit mal weiterlaufen. Jetzt müsste normal auch gleich das Thema. Ja. Der französisch-österreichische Dualismus. Nach dem Wiederkongress und dem Niedergang Großbritanniens, Russlands und Preußens entstanden zwei mächtige Kräfte als dominante Kräfte in Kontinentaleuropa. Österreich unter den Habsburgern und das französische Kaiserreich. Ihre Einflusssphären erstreckten sich über den Kontinent, manchmal überlappend und zu anderen Zeiten deutlich voneinander getrennt. Allerdings hat sich der Konflikt zwischen diesen beiden Mächten in Italien verschärft, wo beide Nationen versuchen, den nördlichen Teil der Halbinsel zu kontrollieren, was zu eskalierenden Spannungen und Wettbewerb führt. Fordere die Franzosen heraus. Österreichische Beziehungen mit Frankreich verschlechtern sich, unternimm nichts. Nee, wir werden natürlich die Franzosen herausfordern, ist doch ganz klar. Das Spielfeld ist bereit. Das heißt, das ist jetzt das Thema mit dem Dualismus, wenn wir hier vor Frankreich 100% erreichen, bekommen wir bestimmte Boni. Und wir haben jetzt hier schon mal ein paar Möglichkeiten. Später kommen noch mehr dazu. Außerdem haben wir die Schleswig-Holstein-Frage. Schleswig-Holstein-Frage muss geklärt werden, bevor man ernsthaft über die deutsche Einigung nachdenken kann. Genau, damit Deutschland auf dem Weg zur nationalen Einigung vorankommt, muss das deutsche Volk in Holstein zunächst von seinen dänischen Herrschern befreit werden. Genau. Ich glaube, das kommt auch automatisch normalerweise noch. Das wird, glaube ich, noch getriggert. Deutsche Nationalidentität. Okay. Schauen wir mal. So, italienische Frage. Die Frage ist, wollen wir uns schon jetzt der italienischen Frage stellen? Aber ich glaube, je früher wir das machen, umso besser. Also machen wir das mal. Der Krieg der letzten Koalition und seine Folgen haben zu viel gekostet. Die großartigen Pläne, die wir für die Halbinsel hatten, scheinen vorerst unerreichbar. Ein brennender Wunsch nach Rache liegt im Herzen unserer Nation. Wartet auf unsere Chance. Es könnte eine Chance geben, das kalte Gericht wunderbar Rache zu servieren, wenn die Zeit es günstig ist, erweist. So, ich mache nochmal ein bisschen den Sound ein bisschen leiser. Sagt mir, wenn es jetzt zu leise sein sollte. Weil ich glaube, jetzt hört ihr die Musik gar nicht mehr, ne? Wartet mal. Das war jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten.
Es ist so ein Auf und Ab. Ihr müsst mir wirklich ein Feedback geben zur Musik. So. Ja, Bürokratie, darum kümmern wir uns. Wir haben noch sehr viel Autorität. Die Autorität sollten wir natürlich nutzen. Was haben wir denn hier? Also ich denke, hier in Österreich können wir trotzdem mal die Fertigungsförderung einstellen. Und dann muss ich jetzt mal kurz gucken, wo wir besonders viele Minen haben. Hier haben wir Blei, Kohle, Eisenminen in der Steiermark. Oh, hier gibt es sogar Goldminen. Mensch, dann bauen wir die doch auch noch gleich aus. Okay. Hier gibt es die Seidenplantagen, die wir langfristig brauchen. Noch ist aber hier alles nicht so viel ausgebaut. Ich würde sagen, die Steiermark macht auf jeden Fall Sinn, dass wir dort mal den Erlass Rohstoff reinmachen. Dann haben wir hier theoretisch noch Tirol mit Eisen, Holz und Gold. Da machen wir den Erlass auch mal rein. Rohstoff. So. Beim Rest habe ich jetzt noch nicht so viele Gebäude. Aber hier könnten wir ihn auch noch mal reinmachen. Rohstoff, Westslowakei. Ansonsten machen wir mal die soziale Durchlässigkeitskampagne. Einfach mal ein bisschen verteilt hier. So. Genau, jetzt haben wir auch einen Journaleintrag zur italienischen Frage. Also, wird abgeschlossen, wenn mindestens eins von diesen beliebigen Land, mindestens eins von diesen norditalienischen Hauptkultur. Es hängt hier in Teilland Österreichs, ist in einem Verteidigungspakt, ist in einem Bündnis. Besitzt die Staatsregion Lazio, Sizilien, Piemont vollständig? Aha. Bin ein bisschen verwirrt. Brauchen wir jetzt Lazio, Sizilien und Piemont zwingend? Wieso Sizilien eigentlich? Oder ist es nur ein Entweder-Oder? All diese. Österreich besitzt das. Lazio, Sizilien, Piemont. Lazio ist Rom. Piemont. Bei Fehlschlag besiegt von unserem Erzfeind, ja. Okay. Vielleicht kommt dazu auch noch irgendwas. Wir lassen mal ein bisschen die Zeit laufen, würde ich vorschlagen. So. Ah ja, wir haben jetzt erstmal die Schleswig-Holstein-Frage. Die Schleswig-Holstein-Frage stellt eine komplexe Herausforderung dar, die sich um die umstrittenen Gebiete Schleswig und Holstein dreht. Die historische, kulturelle und politische Verbindung sowohl zu Dänemark als auch zu Deutschland haben. Im Deutschen Bundestag in Frankfurt wird unter österreichischer Führung das Thema zur Diskussion gestellt. Preußen nimmt dabei eine prominente Rolle ein und vertritt seine Position, indem es das germanische Erbe der Gebiete betont und das Recht auf Selbstbestimmung für die überwiegend deutsche Bevölkerung. Ave Reutex, Lord Jarek, guten Abend. Die Abgeordneten im Bundestag führen intensive Debatten an Videos, danke für den Follow, in denen sie historische Ansprüche, rechtliche Rahmenbedingungen und potenzielle Auswirkungen verschiedener Resolutionen prüfen. Die österreichische Führung versucht, einen sensiblen Ausgleich zu finden, indem sie diplomatische Verhandlungen, Allianzen, potenzielle militärische Interventionen in Betracht ziehen und dabei die Stabilität in der deutschen Konföderation aufrechterhalten will. Es gibt ja hier den Deutschen Bund in dieser Mod. Letztlich bleibt das Schicksal von Schleswig und Holstein unsicher, da die Diskussionen im Bundestag spiegeln die Komplexität des Problems wider. Die österreichische Führung versucht, die Beratungen in Richtung einer für alle Seiten akzeptablen Lösung zu lenken und dabei die Einheit der deutschen Konföderation zu wahren und gleichzeitig den Aspirationen und Bedenken des beteiligten Parteien gerecht zu werden. Also, wir können jetzt sagen, entweder bekommt Hannover die Gebiete von Schleswig und Holstein, oder Preußen bekommt das, oder wir Österreicher bekommen das selbst tatsächlich und stellen das unter kaiserliche Verwaltung. Und ich sag mal so, als österreichischer Spieler, wenn wir jetzt nicht im Multiplayer, nicht im Roleplay sind, dann würde ich doch sagen, holen wir uns als Österreicher selbst das Ganze, oder? In einer wegweisenden Entscheidung des Bundestags, des Deutschen Bundes, wird Österreich das Oberhaupt, die Oberhoheit über die umstrittenen Gebiete Schleswig und Holstein zugesprochen. Die Entscheidung erkennt Österreich historische Verbindungen, kulturelle Verflechtungen und politischen Einfluss in der Region an. Dänemark akzeptiert widerwillig die Entscheidung, um weitere Isolation und potenzielle Konflikte zu vermeiden, da es nur begrenzt Unterstützung von anderen europäischen Mächten erhält.
Die Akzeptanz der Entscheidung durch Dänemark zeigt einen pragmatischen Ansatz, der durch das Fehlen substanzieller Unterstützung seitens anderer europäischer Mächte geprägt ist. Der Mangel an robusten internationalem Rückhalt und das Bestreben, weitere Eskalationen zu verhindern, veranlassen Dänemark dazu, Österreichs Oberhoheit anzuerkennen. Während die Entscheidung des Bundestags eine vorläufige Lösung für die Schleswig-Holstein-Frage bietet, bleiben die zugrunde liegenden Komplexitäten und Spannungen in der Region bestehen. Fortlaufende diplomatische Bemühungen sind notwendig, um die Umsetzung der Entscheidung sicherzustellen und weitere Instabilität und Konflikte zu verhindern. So, wie ihr seht, gehört uns jetzt tatsächlich dieses Gebiet hier im Norden, Schleswig-Holstein. Ein Gebiet mit Fisch, Holz, Vieh, Roggenfelder, oh, vor allem Vieh gibt es da oben. Ja, apropos, was müssen wir denn eigentlich? Müssen wir noch mehr Sachen inkorporieren? Soll ich mal gucken. Das ist nur Schleswig-Holstein, der Rest ist... Dann inkorporieren wir das doch mal. So, dann müssen wir uns auch mal unseren Markt noch angucken. Ui, beim Markt hat die Mod scheinbar auch ein bisschen was verändert. Da muss ich mich jetzt erstmal kurz zurechtfinden. Ah, schaut mal, wir sehen hier direkt die Zölle. Hier wurden direkt in die Übersicht hier die Zölle mit eingebaut. Das heißt, ich filtere jetzt nach der Marktansicht. Ich sehe, das ist der Marktpreis, genau. Das sind Waren, die sind aktuell besonders teuer. Aber wieso sehe ich hier keinerlei Auswirkungen? Das wundert mich ein bisschen. Wir bräuchten also mehr Lebensmittel. Und wir brauchen auch viel mehr Holz. Schauen wir mal, ob wir Holz importieren können vom Osmanen. Der Rest lohnt sich leider nicht. Hat irgendjemand Lebensmittel für uns? Nicht viele. Luxusmöbel? Nur 12. Ich glaube, wir müssen versuchen, selbst einiges zu bauen. So, dafür bauen wir mal jetzt in das ganze Holz ein bisschen aus. Und zwar in... der Ostslowakei? Nee. Hier, was haben wir denn hier? Landwirtschaftsdurchsatz ist in Kroatien recht hoch. Das heißt, da sollten wir Landwirtschaft bauen. Wo hatte ich denn das gefördert, das Holz? Steiermark, Tirol und ich glaube Westslowakei. Aber nirgendwo gibt es bisher Holz. Westslowakei 63. Nee, wie viel ist da möglich? 8. 8. Und in Tirol 9. Ah. Bauen wir mal das Holz ein bisschen aus. Und wir sollten auch beim Bausektor gleich mal Privatbauten, Staatsbauten. Das wurde irgendwie größer gemacht, oder? Durch die Mod. Das ist ja spannend, dass das so viel größer gemacht wurde. Bausektoren wollte ich noch erweitern vorher. Aber wir haben auch noch gar keinen Gusseisenbau. Den werde ich jetzt mal vorher holen. Und dann bauen wir mal noch in Österreich selbst den Bausektor mal ordentlich aus. Schauen wir mal, ob das unsere Wirtschaft irgendwie gestemmt bekommt. So, Schleswig-Holstein-Frage wurde abgeschlossen, genau. Wir könnten natürlich auch jederzeit Böhmen annektieren. Kostet uns nur 11,8 Verrufenheit. Böhmen ist natürlich sehr wichtig. 4 Millionen Menschen, oh, viele Gebäude. Das sollten wir tatsächlich jetzt... Ja, da werden natürlich die Preußen auf Gegenseite gehen. Das heißt, wir können das jetzt noch nicht sofort machen. Weil die Preußen, die sind zwar geschwächt in dieser Mod, aber sie haben wahrscheinlich trotzdem die bessere Militärtechnologie, oder? Die haben doch bestimmt Plänkel-Infanterie. Ja, genau. Die erforschen wir ja gerade als erstes, die Plänkel-Infanterie. Wieso wird das eigentlich nicht mehr hier links angezeigt? Ist das vom Victoria 3 oder von der Mod? Das wurde doch immer hier dieser Kreis angezeigt, damit ich sehe, wie weit das schon ist. Guten Abend, gebratener Hund. So, wir dürfen nicht vergessen, mal was zu trinken. Mitgliedschaft im Deutschen Bund. Ah, jetzt werden wir offiziell, sehen wir nochmal, was es uns bringt, im Deutschen Bund zu sein.
Die deutsche Staatenunion wurde errichtet, um die wiederhergestellten kleinen und mittelständischen Staaten im Zentrum Europas zu schützen, die einst vom Heiligen Römischen Reich beherrscht wurden. Ihr Wesen ist hochbürokratisch und defensiv, von Österreich dominiert und durch die offene Frage von Westfalen und die Interessen der anderen großen Konkurrenten in Hannover, Bayern und Preußen in der Sackgasse gehalten. So, wir haben dadurch weniger diplomatischen Einfluss und mehr Verrufenheit, was wir erzeugen. Dafür bekommen wir aber auch mehr Prestige, wir bekommen mehr Steuereinnahmen, Handelsrouten sind billiger und Technikverbreitung ist schneller. Ave Imperator Rex, ich grüße dich. Ach doch, der Kreis ist noch da, er ist nur so winzig, dass man ihn nicht sieht. Martin, McFly, du hast vollkommen recht und Stormy, du hast auch recht. Mein Fehler. Genau, Forschung hat erst begonnen. So, durch den Deutschen Staatenbund und die extra Steuereinnahmen können wir tatsächlich hier uns diesen Bausektorausbau leisten, den wir gerade machen. Österreichisch Montenegro. Ist isoliert? Wieso sind jetzt auf einmal Eisen so teuer geworden? Da können wir mal von Polen was importieren. Da hat sich der Markt scheinbar wieder ein bisschen verschoben. Kaffee. Porzellan. Ja, von Sachsen holen wir uns das gute sächsische Porzellan, würde ich sagen. Teure Luxusgüter. Holen wir uns auch noch ein paar. Ja, aber Eisen, da kriegen wir nicht mehr viel. Vom Kirchenstaat noch ein bisschen was. Was ich mich frage, wie ist die Schleswig-Holstein-Frage zustande gekommen in der Mod, weil es ist ja recht früh. Ja, in der Mod wird es halt automatisch von zu Beginn getriggert, sozusagen, 1836. Aber das stimmt, eigentlich müssten das die Modder erst später triggern lassen, weil historisch ist es ja erst 64. Ich war nah dran. 1864 relevant geworden. Ich gebe dir recht, Luna. Können wir ja vielleicht nochmal als Feedback den Moddern geben, dass man das ja vielleicht später einbindet. Ich meine, sie wollen sich ja auch irgendwann noch mit Dänemark beschäftigen. Aktuell gibt es noch keinen Content für Dänemark. Ich denke, spätestens wenn man sich Dänemark anschaut, dann wird wahrscheinlich auch diese Schleswig-Holstein-Frage anders gelöst, weil Dänemark muss ja irgendwie darauf reagieren können, sage ich mal. Das wäre ja blöd, wenn man Dänemark spielt und dann verliert man immer gleich Schleswig-Holstein. Da bist du wieder. Willkommen zurück, Mahai. So, nationalistische Aggregatoren. Ein Sturm aus Begeisterung und Nationalismus fegte durch die Straßen von Frankfurt, als eine lärmende Kundgebung stattfand, inszeniert von hitzigen Agitatoren. Wunsch nach einem vereinigten Deutschland. Unterstützt sie. Plus 10% Loyalisten durch steigenden Lebenswandel vertreibt sie. Hä? Egal, für was ich mich entscheide, ich bekomme plus 10% Loyalisten durch steigenden Lebenswandel? Wir unterstützen sie mal? Fragezeichen. Wir werden sehen, was passiert. So, wir sollten uns auch mal unsere Gebäude anschauen. Da wurde aber auch einiges. Das haben wir uns gar nicht angeschaut in dem Video, was ich zu dieser Mod gemacht habe. Da hat die Mod auch einiges verändert, wie wir sehen können. Das ist jetzt erstmal sehr ungewohnt. Ich frage mich, nach was das jetzt halt angeordnet wurde. Städtisch, ländlich, Entwicklung, Bauvorhaben. Okay. Das wurde jetzt so geändert. Verstehe. Genau, vielleicht hat die Entscheidung erst später eine Auswirkung aufs weitere Event. Ja, Mixarios, stimme ich dir zu. Und schön, dass du da bist. Willkommen. Okay, spannend. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier sehen wir auch direkt die Produktionstypen. Oh, das wurde tatsächlich vereinfacht, das Ganze, ne? Dadurch, durch diese Ansicht. Ist jetzt erstmal ungewohnt, aber dadurch können wir für alle Lebensmittelfabriken gleich sagen, hey, wir stellen gleich alles auf Süßungsmittel um. Hallo, Centuras, ich grüße dich. So, da können wir nicht mehr machen. Aber Tuchfabriken, da machen wir natürlich unsere Färbereien. Und unsere Handnäharbeiten. Wir brauchen ja, haben wir gesehen, mehr Luxuskleidung in Österreich. So, hier können wir nicht sehr viel machen. Bleiglas machen wir aber noch, weil wir müssen mehr Glas produzieren. Okay, Werkzeugfabriken läuft. Papierfabriken auch erstmal. Ja, den Rest lassen wir hier mal. Ich glaube, wir haben noch nicht genügend Kohle für Gaslaternen, oder? Wobei, das würde sich angeblich sehr lohnen, aber dann würde Kohle leider sehr, sehr schnell sehr teuer werden. Da warten wir mal noch. Das dürfen wir aber nicht vergessen, dass wir das machen. Aber jetzt noch nicht. Dafür will ich erst die Kohle ein bisschen ausbauen. So, dann haben wir hier schon alles verbessert. Das ging recht schnell. Schauen wir mal ländlich.
Gut, da könnte man ein bisschen detaillierter rangehen, natürlich, je nachdem. Ich muss mal schauen, was wir hier brauchen. Wir haben schon überall Wein oder Zitrusfrüchte eingestellt. Weinberge. Stellen wir mal eine Sache um. Ah ne, halt, bauen wollte ich nichts. So, das waren die Weizenfelder. Beim Rest, ah ja, doch, Schlachtwerkzeuge. Dann könnten wir noch ein bisschen Fleisch produzieren, aber dann würden die Werkzeuge teurer werden. Das machen wir erstmal nicht. Wie sieht's mit Eisenminen aus? Jawohl, atmosphärische Dampfmaschine. Atmosphärische Dampfmaschine für mehr das. Ja, bei Blei. Doch, wir brauchen noch jetzt mehr Blei wegen dem Glas. Deswegen mache ich das mal auch. Bei den Goldminen sollte es sich ja auf jeden Fall lohnen. Die Holzfällerlager packen wir noch auf Sägemühle. Fischschlepper. Machen wir mal auch für extra Fisch. Und dann brauchen wir jetzt aber wahrscheinlich schon relativ schnell durch unsere ganzen Änderungen mehr Kohle, oder? Ja, 145 Kohle fehlt jetzt. Aber wir können schon ein bisschen Kohle importieren noch von Preußen, Sachsen. Aber ich werde selbst noch ein paar Kohleminen in Auftrag geben. Und zwar am besten in der Steiermark, würde ich sagen. Wunderbar. Die atmosphärische Dampfmaschine. Dadurch bekommen wir nochmal mehr Durchsatz. Oder wir kriegen gleich Fortschritt im Wasserrohrkessel. Technologisch ist es natürlich besser, den Wasserrohrkessel einzubauen. Und bevor ich es später vergesse, planen wir auch noch ein paar Universitäten, bitte. Wir haben in Österreich nur zwei Stück. Ja, kein Wunder. So, Frankreich widerlegt uns direkt mit einem Embargo. Ja, weiß ich nicht, ob wir das machen müssen. Wir müssen mal ein paar Interessen erklären in der Welt. Ah ne, das will ich behalten. Ach, ein Interesse kann ich noch erklären. Aber der Norden von Frankreich interessiert uns eigentlich erstmal nicht. Vielleicht mal noch Nordafrika. Die Union mit Großbritannien und Hannover ist beendet. Es gibt jetzt ein unabhängiges Hannover. Alles ruhig im Deutschen Bund. Das ist gut. Warte mal, wir haben ja noch das Thema Dualismus, die Ausdehnung nach Bosnien. Wir müssen der Welt unsere militärische Stärke zeigen. Welche bessere Ziele als der kranke Mann Europas, der weit von den Zeiten entfernt ist, in denen er unsere Existenz bedrohte? Ja, wir bekommen einen Anspruch direkt auf Bosnien dadurch. Und kurze Frage, bevor ich das jetzt wieder vergesse, Holz. Ist Holz immer noch teuer? Ah, es geht. Machen wir mal vielleicht hier in Tirol eins weniger. Wieso ist unsere Baueffizienz eigentlich in Tirol so schlecht? Hä? Wieso ist sie so schlecht? Wir haben hier keinen Aufruhr. Wieso haben wir da minus 15%? Warte mal, liegt das daran? Ah, Alpen, natürlich. Dann sollten wir eigentlich nichts in Tirol bauen, weil das dauert alles viel länger. Verstehe. Wir schauen mal, wir werfen mal einen Blick auf unsere Armee. Die ist aber schon auf Linieninfanterie, mobile Artillerie. Das sollte reichen, um gegen die Osmanen eigentlich den Krieg zu gewinnen. Das Problem ist, es könnte natürlich sein, dass sich die Preußen einmischen. Wir brauchen noch irgendwie einen Verbündeten in der Welt. Wir werden mal mit den Briten die Beziehungen verbessern. Die Spanier könnten auch interessant sein für uns. Preußen und Frankreich sind halt jetzt leider unsere direkten Feinde. Das heißt, gut, Russland ist jetzt hier natürlich sehr geschwächt, nachdem es Polen und die Ukraine gibt. Wir könnten dennoch mit Russland mal noch versuchen, Beziehungen zu verbessern. Da haben wir schon auch recht gute Beziehungen. Das Osmanische Reich hat auch mit Russland eine Rivalität. Und es gibt ja hier auch das Griechenland. Aber Griechenland hat nicht sehr viele Truppen, oder? Die werden uns nicht groß helfen. Esquilax, ich habe gehört, dass Sarajevo in Bosnien ein toller Urlaubsort ist für Kronprinzen. Die Situation in Schleswig und Holstein ist auch mega komplex gewesen, weil Schleswig eigentlich immer dänisch zugehörig war, Holstein immer deutsch. Erst das Heilige Römische Reich, dann Deutscher Bund. Aber Schleswig und Holstein sind eine PU gewesen. Also eigentlich ein Pulver, was ziemlich lange nicht hochgegangen ist. Oh ja, das stimmt. Teppich, guten Abend, hallo. So, wie stark. Oh, die haben recht viele Truppen, ne, die Osmanen. Aber wir haben mehr. Sie haben noch so ein paar Protektorate. Aber eigentlich müssten wir das doch hinbekommen, oder? Dass wir jetzt Bosnien hier erobern. Staatsrückgabe. Oh, das kostet uns trotzdem 12 Verrufenheit. Also Verrufenheit werden wir recht viel bekommen und recht schnell als Österreich, weil wir haben ja ziemlich viele Ziele theoretisch. Es scheint sich aber erstmal keiner einzumischen. Dann machen wir das doch mal direkt.
und kümmern uns um Bosnien und das schon im Jahr 1836. Das ist deutlich schneller, als es historisch der Fall war. Weißt du noch, als ich dich fragte, ob du in Victoria 2 Sachsen Coburg Gotha spielen könntest und du sagst, dass das zu schwierig ist? Es hat tatsächlich noch niemand ein Video auf YouTube hochgeladen, wo man das Land spielt. Ja, das glaube ich gerne, weil es so schwierig ist und ich weiß nicht, ob das so interessant und spannend wäre, Hoduz. Stimmt, es gibt doch hier auch Sachsen, Coburg und Gotha in Victoria 3. Wieso willst du eigentlich, dass es in Victoria 2 und nicht in Victoria 3 gespielt wird, Hoduz? So, jetzt schauen wir mal, ob sich hier jemand einmischen wird. Oh nein, die Franzosen tendieren in Richtung Osmane. Ach du Schande. Ach du Schande. Das könnte gleich mal richtig nach hinten losgehen, hier der Start. Die Franzosen haben wahrscheinlich auch schon Plänkel-Infanterie, oder? Unser großer Rivale zum Start. Natürlich haben die schon Plänkel-Infanterie. Die Franzosen haben halt gleich große Berufsarmee wie wir, aber mehr, was sie mobilisieren können. Das, ja, jetzt lassen wir mal die Zeit laufen. Das könnte jetzt ein bisschen gefährlich werden, tatsächlich. Wir können aber scheinbar noch Nationen beeinflussen, die auf unsere Seite kommen. Die Frage ist, kommen die Franzosen? Wen können wir... Wir können die Briten und die Russen beeinflussen. Dann würde ich sagen... Tja, die Russen hätten halt eine direkte Front. Haben aber nicht ganz so gute Truppen, oder? Oder haben sie dieselben Truppen wie wir aktuell? Linieninfanterie und mobile Artillerie? Ja... Doch, die haben theoretisch dieselben Truppen wie wir. Briten. Ach, wir könnten die Briten dazu holen durch Sklavereiächtung bei den Osmanen. Das könnten wir tatsächlich machen. Holen wir doch jetzt erstmal die Briten dazu, dass das hier auch eine sicherere Sache wird. Dann müssten die Briten nur annehmen, bitte. Frankreich stellt sich auf Seite, das war ja klar. Kommen jetzt die Briten? Ja. Großbritannien stellt sich auf unsere Seite. So, jetzt wird es hier schon spannend. Dann wäre es gut, wenn wir auch noch Russland haben. Was möchte Russland haben? Demütigung, Staat erobern. Ja, ich meine, wir könnten ja irgendwie Russland hier Kars anbieten. Demütigung anbieten. Wer würde gedemütigt werden? Für 20 Punkte der Osmane. Oder Kars nur für 15 Punkte. Ja, dann gebe ich ihnen doch Kars. Das sollten sie doch erobern können. Dann haben wir da noch ein Kriegsziel. Wie viele Punkte habe ich dann? Habe ich immer noch ein paar Punkte übrig. Und kann mir selbst vielleicht noch was holen. Ja, ja, es wird gleich mal ein großer Krieg angezettelt. Ja, die Franzosen erklären Rivalität. Dann erklären wir auch Rivalität. So, Frankreich, nimm das. So, Russland stellt sich auf unsere Seite. Sehr schön. Tatsächlich ist das gleich mal ein Riesenkrieg hier. Wir könnten noch die beiden Sizilien in unseren Krieg dazu holen, aber für was? Ach, warte mal, seit wann kann man denn Kriegsreparationen anbieten? War das schon immer möglich? Habe ich das nicht mehr auf dem Schirm? Ging das schon immer, Freunde? Weil ich dachte immer nur, dass Kriegsreparationen immer nur der... Hauptinitiator des Krieges bekommen konnte. Ich wusste nicht, dass man die anbieten kann. Aber Kriegsreparation wollen wir selbst haben. Und ich will jetzt denen auch keinen Gefallen schuldig sein. Wegen 50 Truppen, nee. Das lassen wir mal. Dann fügen wir auf jeden Fall Kriegsreparationen hinzu. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir in Frankreich... Nee, dann in Frankreich wollen wir nichts, weil dann müssten wir in Frankreich landen. Wie ist denn die französische Flotte? Ja, Österreich hat keine Flotte, 10 Schiffe. Frankreich hat 80. Klar, die Briten hätten mehr, aber wer weiß, ob die Briten landen. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Moin, spielst du eine mehr aktualisierte Version als die, die man jetzt runterladen kann? Ja, ich spiele eine mehr aktualisierte Version, als man die runterladen kann. Ich habe schon geheime Zugänge zu dieser wunderschönen Mod, die von meiner Community entwickelt wird. Lieber komm. Ab dem 20. August darfst auch du diese Variante spielen, wo es das Thema Krankheiten gibt und Gesundheitswesen und alles, was noch dazu gepatcht wurde. Ab dem 20. August ist das für alle verfügbar und die Mod wird geupdatet nochmal. Also die Victoria 3 Mod, mit der wir hier spielen, ne? So, okay, es beginnen alle mit der Mobilisierung. Die Frage ist, sollten wir dann auch mobilisieren? Vermutlich schon? Ich weiß es nicht so richtig. Jetzt werde ich erstmal hier Heinrich von Hess an unsere Hauptfront schicken.
Moldawien? Was ist denn das für eine Front? Warte mal, wem gehört Moldawien? Ach, das ist ein osmanisches Protektorat. Aber wieso gibt es dann da eine kleine Front? Also, zwischen wem ist diese kleine Front? Wenn doch Moldawien ein osmanisches... Ach nee, das gehört ja hier, ein kleiner Teil gehört Russland. Richtig. Richtig, ja. Leider haben wir nicht so gute Generäle, muss ich sagen. Hier, den können wir mal ein bisschen befördern. Das ist ein Offensivplaner. Den schicke ich mal hier hin. Die kleine Armee schicke ich hier auf Offensivkurs. Ja, es gab heute auch das Death Diary bezüglich Militärverbesserungen. Luna, da bräuchte ich jemanden, jemand, der mir das alles mal in Deutsch zusammenfassen kann, was sich da ändert, weil ab Ende August kommt die Open Beta, dann könnte ich da ein Video zu machen. So, ich hoffe, dass die Russen das hier alleine schaffen, dann bleibe ich mal auf meiner Hauptfront erstmal. So. Waffen einkaufen, bevor der Rest das macht. Oh, wir brauchen auch ein paar Clipper. Sehe ich gerade. Artillerie. Ah, viel einkaufen können wir da nicht. 8 Artillerieeinheiten. 22 Waffen von Sizilien. Boah, 5 von Hannover, 5 von Preußen. Das ist tatsächlich nicht so viel. Wie erhofft. Ja, wer hätte gedacht, dass das jetzt hier gleich so ein großer Krieg wird. Also, wie erwähnt, von Frankreich wollen wir keine Kriegsziele haben. Weil sonst müssten wir... Wir haben halt keine direkte Grenze aktuell. Da müssten wir da landen und das ist mir zu kompliziert. Deswegen würde ich sagen, schauen wir, ob wir vom Osmanen noch was erobern. Ich weiß nicht, leider, wenn ich jetzt das mit Bosnien schaffe, ob ich dann noch was vom Osmanen an Ansprüchen bekomme. Oder ob ich jetzt da mir noch sowas holen könnte. Kriegsreparation, auf jeden Fall holen wir die uns noch vom Osmanen. Ne, die Engländer haben auch keine Grenze. Wo sollen denn die Engländer eine Grenze haben? Zu Frankreich? Staat erobern. Was gibt es denn jetzt hier noch für Staaten? Osmanisch Montenegro. Und natürlich Südserbien. Oh, Südserbien kostet 33 Verrufenheit. Das ist richtig teuer. Und Osmanisch Montenegro. 15. Ja, Osmanisch-Montenegro könnten wir uns mal noch holen, würde ich fast sagen. Dann bleibt uns alles andere offen. Osmanisch-Montenegro hole ich mir noch. Aber den Rest lasse ich mal, weil ich will nicht gleich so viel Verrufenheit aufbauen. Kann ich noch was anderes fordern? Frankreich demütigen, aber dann müssten wir da auch was erobern von denen. Das machen wir nicht. Vertragshafenforderung, Klientelland befreien. Moldawien, Serbien... Ja, wir könnten natürlich Serbien befreien noch. Wollen wir Serbien befreien? Lohnt sich das für uns oder wollen wir nicht langfristig Serbien erobern? Im Vertragshafen bin ich jetzt nicht so der Fan von, muss ich sagen. Ja, super Luna. Wie war es gestern? Ich konnte nicht so lange zuhören. Sehr cool. Hat viel Spaß gemacht, Leveler. Wohin geht die heutige Reise, Hellhound Raider? Nach Österreich in Victoria 3. Mit der Mod, die wir haben. Ich sag mal so, bei den anderen brauchen wir überall irgendwie eine Flotte. Bei der Walachei oder Serbien nicht unbedingt. Deswegen würde ich fast sagen, befreien wir doch mal die Walachei. Als ein weiteres Kriegsziel. Wir hätten natürlich auch was einfach vom Osmanen befreien können. Naja, egal, es ist zu spät. Ja, Serbien kann ich theoretisch noch irgendwann erobern. Das passt schon. Wir können noch mal gucken, ob wir noch bessere Generäle rekrutieren können, theoretisch. Donau und Norddeutschland. Ein Offensivplaner noch. Kurze Frage, wo ist denn die große Armee? Donau-Hauptquartier. Na dann werden wir im Donau-Hauptquartier mal noch einen Offensivplaner rekrutieren.
Und in Norddeutschland, in Holstein, Schleswig-Holstein, haben wir nicht so gute Leute irgendwie. Vorsichtigen Bergkampfexperten. Ja. So. Erwin, unser Offensivplaner, wird direkt mal befördert. Nochmal befördert. Na, das reicht erstmal. Der darf auch hier mit an die Front. Der bleibt mal da oben fürs Erste. Bitte die fünf Truppen. So. Ich darf die Zeit nicht aus den Augen verlieren. Oh, der Osmane schickt da leider sehr viele Truppen hin. Werden wir da mal in Defensivstellung hingehen. Genau, der Bergkampfexperte in Schleswig-Holstein. Wer kennt ihn nicht? Richtig. Richtig, natürlich. Natürlich. So. So ein Deich ist höher, als man denkt. Ja. Das stimmt. Ja, dann sollten wir aber wahrscheinlich trotzdem auch mal noch mobilisieren, oder? Ich werde jetzt mal nicht überall mobilisieren, aber so die größten Gebiete machen wir. Ich meine agendamäßig. Du meinst, was wir mit Österreich vorhaben, Hellhound Raider? Ich habe tatsächlich noch keine richtige Agenda. Wir wollen so ein bisschen schauen, was die Mod uns liefert für Agenda. Und da haben wir die Italien-Frage zu klären. Wir haben unseren Dualismus mit Frankreich. Wir wollen natürlich Böhmen, Galizien und Transsilvanien wieder in unsere festen Griff holen. Bosnien vom Osmanen erobern. Wir haben schon Schleswig-Holstein unter unsere Kontrolle. So, das sind nochmal Hauptforderungen. Unterstützung von ganz unten für die Nationalgarde, das ist doch super. Oder 20% werden loyaler in Dalmatien. Dann nehme ich lieber die Loyalisten, muss ich sagen. So, es gibt schon welche, die wollen die Grundbesitzerwahlen haben. Was ändert die Mod? Alles. Oder sehr, sehr viel Leveler. Wie du siehst, die Karte sieht schon anders aus, ne? Polen, Ukraine. Ich habe auch ein Video zu dieser Mod gemacht. Das haben wir aber, glaube ich, jetzt. Das ist ein neues Video. Das haben wir, glaube ich, jetzt noch nicht verlinkt unter Ausrufezeichen VIC3 Mod, oder? Da haben wir nur eine allgemeine Info. Luna, du bist doch gerade da. Könntest du. Ach nee, du kannst. Ach, du kannst keine Commands ändern, ne? Verdammt. Das kann. Da könntest du vielleicht mal Platonius anschreiben, ob der mal den Command ändern könnte. Bei Ausrufezeichen VIC3 Mod. Dass dann mein aktuelles Video da noch mit reingebettet wird. Wo ich ja dann die Mod genau erkläre. So, da haben wir jetzt eine Front, die sieht ein bisschen schwierig aus. Die Russlandfront sieht gut aus aktuell und unsere Hauptfront sollte hoffentlich auch gut ausschauen, dass wir dann voranschreiten können. Wir machen nur leider sehr viel Minus. Könnten noch theoretisch ein paar Regierungsgehälter erstmal kürzen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ja. Kürzen wir mal ein bisschen was. Bringen uns aber auch nicht sehr viel. So, hier haben wir eine erste Schlacht. 46 zu 22. Da überrennen wir den Osmanen. Oh, hier verlieren die Briten gegen die Franzosen in einer Offensive. Und hier gewinnen normalerweise die Russen. Wir sehen aber, sie sind deutlich schwächer, die Russen, als gedacht. Okay. So, wir machen echt viel Minus. Und wir haben echt einen Mangel an Werkzeugen. Hole ich mir noch mal ein paar. Oh mein Gott, uns fehlen 200 Artillerieeinheiten. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Ich habe halt auch nicht so viele. Ich habe halt noch keine Waffenindustrie aufgebaut. Wobei, wir haben 10 Waffenfabriken, muss man sagen. Aber die laufen halt alle auf Hochtouren, ne? Ist was in den Kolonien los? Nee. Nichts Besonderes. Ein Großreich unter Österreich. Ja, eventuell ein wenig. Schaut mal, hier haben wir schon einen großen Teil der Osmanen besetzt. Wir sollten jetzt auf jeden Fall. Warte mal, aber Bosnien haben wir irgendwie nicht besetzt. Wie konnte denn das passieren? Ach, jetzt haben wir hier zwei Fronten, sehe ich gerade, die sich aufgetan haben. Dann nehme ich mal diese Armee und werde bitte hier vorne noch schnell versuchen, das zu erobern. Weil wir müssen ja Bosnien erobern und dann wollen wir natürlich auch noch einen Vorstoß in die Walachei machen, weil die Walachei wollen wir ja befreien. Kann es sein, dass die Walachei nicht mit uns im Krieg ist? Oh nein. Oh. Das heißt, dieses Kriegsziel werden wir nicht durchsetzen können. Das hasse ich noch an diesem Spiel allgemein. Wieso kann ich denn das auswählen, wenn ich es nicht erobern kann?
dass das dann freigelassen wird. Dann brauche ich ja eine Kapitulation vom Osmanen. Naja, gut, dann ist es so. Dann ist das so. So, die Russen, obwohl sie aktuell schwächer sind, scheinen sie gegen den Osmanen ganz gut hier vorwärts zu kommen. Das ist schon mal gut. Oh Mann, die Franzosen überrennen die Briten hier auf dieser Seite. Und wir haben jetzt die Nationalgarde. Und wir überrennen aber die Franzosen vielleicht. Das ist noch nicht klar. Hier gewinnen wir auf jeden Fall eindeutig. Ja, hier kämpfen wir Österreicher gegen die Franzosen. Haben tatsächlich nur bald kein Geld mehr. Ich meine, wir bauen hier schon Goldminen aus, fleißig. Und dann die Regierungsverwaltungen. Oh, unsere Moral bröckelt auch leider ein bisschen. Oh, unsere Moral bröckelt gerade richtig. Oh Gott, die haben doch nur noch ein Bataillon. Wieso gewinnen wir das nicht? Komm schon. Oh Gott, unsere Moral. Ah. Perfekt, du kannst deinen Kommentar. Jetzt haben wir aber gewonnen. Sehr gut. Du kannst den Kommentar auch anheften, Luna. Dann sieht den jeder oben direkt. So, ja, hier oben gewinnen wir auch. Ja, hier werden wir halt wahrscheinlich verlieren, weil die Briten das nicht schaffen. Ein Oktoberfest wieder aus Bayern. Ja, aber jetzt machen wir doch sehr viel Minus. Vielleicht sollte ich dann doch mal eine Verbrauchsteuer oder sowas erlassen. So, was können wir denn für eine schöne Verbrauchsteuer machen? Das ist jetzt eine Kriegsverbrauchsteuer auf Dienstleistungen. Spirituosen. Machen immer noch sehr viel Minus. Ja, die britisch-französischen Kolonien, da gibt es nichts Spannendes zu sehen aktuell. Oh, hier verlieren wir eine Seeschlacht gegen die Franzosen. Hier können wir einfach nach vorne marschieren. Oh, hier kämpft Böhmen gegen die Osmanen. Das gewinnen wir auch. Ah, wir machen aber sehr viel Minus. Wir pausieren mal kurz den Bausektor, dass wir nicht zu viel Minus machen. Schwindendes Interesse in Polen. Wieso denn das? Wieso habe ich denn jetzt ein Interesse weniger? Hä? Okay, welches nehme ich weg? Spanien vielleicht? Polen ist schon wichtig auch, dass wir da ein Interesse haben. Wir können auch mal gucken, was haben wir denn besonders viel. Wir haben sehr viel Blei, da könnten wir natürlich auch. Nein! Das Spiel ist gecrashed! Oha, das, die Info muss dann gleich mal an Atlantis rausgehen. So. Einen Moment. Schreibe ich auf jeden Fall mal Atlantis. Aber wir starten das Spiel einfach mal kurz neu. Einmal neu starten. Wie gesagt, wenn ihr detaillierte Infos wollt, was diese Mod bringt, schaut euch das YouTube-Video an von mir, was Luna in den Chat und ja, gepostet hat und auch oben angepinnt hat. So, wir können jetzt mit dem Autosave weitermachen. Ich hoffe, dass wir dadurch nicht zu viel verloren haben gerade. Müssen wahrscheinlich nur die Steuern nochmal anpassen. Ihr solltet gleich wieder was. Ja, jetzt seht ihr wieder was. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann kann ich die Zeit aber nochmal kurz nutzen. So in 20 Minuten. In 20 Minuten werden wir ja hier so ein bisschen zum Ende kommen schon. Und dafür raiden wir dann zu Games Bavaria. Und ab 20:30 Uhr bin ich dann live bei Games Bavaria zu sehen. Und das für fast 2 Stunden. Oder nee, nicht ganz. Sorry, für circa 1 Stunde 20 Minuten. So rum vielleicht.
Und da werde ich dann Sengoku Dynasty spielen. So, aber ich glaube. Nö, da ist alles Wichtige dabei. Da können wir jetzt einfach die Zeit mal laufen lassen. Februar. Ich glaube, wir müssen auch gerade nicht sehr viel ändern. Wir brechen auf jeden Fall überall durch. Unser Ziel sollte mal noch die Hauptstadt sein. Unser strategisches Ziel. Ist denn zu dem aktuellen Zeitpunkt überhaupt die Hauptstadt Istanbul? Ostthrakien? Ja. Wir sind im Jahr 1837. Spannend, du hast nur die Audio an. Oh je, Mahai. Dann hörst du also nur, was ich sehe. Wir werden gerade schon wieder von Franzosen auf der Hohen See besiegt. Ich frage mich, ob die eine Landung planen. Ne, die überfallen, glaube ich, nur unsere ganzen Handelsrouten. Was uns doch sehr schwächt, auf jeden Fall. Oh, hier sind wir kurz davor, eine Schlacht gegen die Franzosen zu verlieren. 3 zu 2, 2 zu 2, 2 zu 1. Oh, aber wir gewinnen. Sehr schön. Und damit stoßen wir Österreicher immer weiter in Richtung Istanbul vor. Da hinten gibt es aber auch immer noch eine Schlacht. Und die ist noch unklar, ob die Böhmen oder der Osmane gewinnt. Aber Böhmen gewinnt die für uns. So, hier verteidigen wir gegen den Osmanen. Ja, da besetzen wir alles. Hallo Goldschreibtisch, ich grüße dich. Ja, es gibt später auch wieder einen Key zu gewinnen, tatsächlich. Wenn wir dann zu Games Bavaria rüber raiden, verlose ich dort bei Games Bavaria auch wieder einen Key für Sengoku Dynasty. So, aber die Schlachten laufen gut. Da müsste jetzt die Kriegsmüdigkeit vom Osmanen relativ schnell sinken. Tatsächlich brauchen wir die Hauptstadt wegen dieser Walachei-Sache. Sonst können wir gar nicht gewinnen. Wir müssen also bis zur Hauptstadt durchbrechen. Sonst können wir diesen Krieg gar nicht gewinnen. Oh, die Frage Galiziens ist jetzt aktiv. Das ist eine wichtige Frage. Wird in 4 Jahren ablaufen. Die rebellische Provinz. Oh mein Gott, das ist jetzt passiert. Wir haben Galizien, Lodomerien verloren. Die rebellische. Wieso? Wie, da bekommt man kein Event? Die rebellische Provinz Galizien hat sich Warschau unterworfen. Es ist unser gutes Recht, diesen Affront militärisch zu begegnen. Doch besteht die Gefahr der Intervention anderer Mächte. Ist es vielleicht besser, sich zunächst auf die internen Angelegenheiten zu konzentrieren? Wird abgeschlossen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Staatsregion Westgalizien befindet sich im Besitz Österreich oder eines Klientellandes. Ostgalizien ebenso. Bei Abschluss löst das Ereignis Habsburg siegt aus. 10% der Pops in Österreich werden loyaler. Wird fehlschlagen, wenn wir das Jahr 1448 haben. Aber hier steht, in 4 Jahren wird das ablaufen. Bei Zeitablauf löst das Ereignis die Neuorientierung Österreichs aus. Polen wird Galizien Lodomerien annektieren und Polen erhält das Ereignis, das Haus Habsburg gibt nach. Das heißt, dann haben wir doch eigentlich nur 4 Jahre Zeit, oder? Und nicht diese 10 Jahre oder 11 Jahre. Das heißt, wir müssten in 4 Jahren Polen den Krieg erklären, die ein Bündnis mit der Ukraine haben, okay? Um unsere Gebiete zurückzubekommen. Was aktuell gar nicht geht. Wieso? Wieso können wir hier keinen Krieg? Achso, es geht wahrscheinlich nicht, weil wir gerade selbst Krieg führen. Okay. Dann müssen wir auf jeden Fall versuchen, schnellstmöglich unseren Krieg zu beenden. Und wir brauchen dringend jetzt diese Regierungsverwaltungen. Denn unsere Bürokratie ist ziemlich im Keller, muss ich sagen. Und dabei haben wir unsere Institutionen noch gar nicht hochgepusht irgendwo. Dafür habe ich auf jeden Fall heute keine Zeit, Mahai. Eine Debatte in Frankfurt. Debatten im Deutschen Bundestag. Wir werden den Bund erstmal weiter unterstützen. Der Deutsche Bund schützt uns nämlich. Wenn Frankreich uns als Mitglied des Deutschen Bundes angreift, müssen alle anderen ja in eine Art Verteidigungspakt kommen. So, wir stehen vor Istanbul. Eine wichtige Schlacht gegen Frankreich findet statt. Die scheinen wir zu gewinnen, obwohl die Franzosen eine deutlich stärkere Defensive haben. Haben wir einfach eine Überzahl, aber das Blatt kann sich noch wenden. Wir haben hohe Todesopfer auf beiden Seiten, gerade über 6000 Tote schon in der Schlacht, gleich viele Verwundeten, es ist sehr knapp. Wir haben aktuell nur die Überzahl und der Gegner hat bessere Truppen. Das ist die Schlacht, wahrscheinlich die Schlacht vor Istanbul. Diese Schlacht könnte den Krieg entscheiden, aber es reicht tatsächlich schon, dass die Osmanen ins Minus gelangen, was schon mal sehr gut ist. Oh, jetzt bricht die Moral bei uns ein bisschen zusammen. Aber der Franzose hat nicht mehr viele Truppen, die noch stehen. 9 zu 3 für uns. 8 zu 3. Ah, Gott, ist das knapp. Hohe Verluste auf beiden Seiten. 6 zu 2, 5 zu 2. Wir verlieren auch noch mehr Truppen. 5 zu 1, kommt schon. Nieder mit dem französischen Rivalen im Spiel hier. Oh, ist das knapp. 4 zu 1.
3 zu 1. Oh Gott, wir haben nicht mehr viele Bataillone, aber die Franzosen verlieren. Wir haben Istanbul erobert. Die Hauptstadt steht völlig unter unserer Kontrolle. Jetzt müsste es schnell gehen. Jetzt müsste dieser Krieg schnell vorbeigehen. Wir haben aber schwere Zeiten. In Montenegro haben wir schwere Zeiten. So, jetzt ist der Krieg in Kürze vorbei. Deswegen lassen wir mal ein bisschen schneller laufen. Ha, die Konvois, die da kommen. Unausgewogener Handel. Unterschichten im österreichischen Montenegro, das interessiert mich alles nicht. So. Musik hat auch gerade nachgelassen. So, jetzt ist es gleich vorbei. Da haben wir es. Kapitulation des Osmanischen Reichs ist durchgesetzt worden. Perfekt. Uns gehört jetzt Bosnien. Staaten inkorporieren bitte. Und uns gehört auch Montenegro. Aber wieso sind wir denn noch im Krieg mit Frankreich? Weiß ich gerade gar nicht. Schwere Zeit in Montenegro, mache ein Rekrutierungsbüro auf. Eine Parade wird in Sarajevo abgehalten, um den Sieg über das Osmanische Reich zu feiern. Die Provinz Bosnien liegt zwischen den Ländern der Kroaten und Serben. Sie ist reich an Blei und anderen natürlichen Ressourcen und wird eine gute Ergänzung für unser Reich darstellen. 10% der Adligen werden loyaler. Wieso verlieren die Franzosen eigentlich überhaupt? Ich meine, wir haben doch gar keine Kriegsziele mehr offen, oder? Weißer Friede, ja, wird akzeptiert. So, damit ist dieser Krieg nämlich auch schon vorbei und wir machen wieder Geld. Ich würde gerne direkt den Bausektor wieder bauen lassen. Perfekt. So. Den Markt hat es jetzt einmal ordentlich durchgeschüttelt. Wir brauchen sowas wie Tee. Von den Ägyptern vielleicht. Ja, und Kohle können wir dann selbst uns noch drum kümmern. Doch, die Franzosen wollten Böhmen haben, aber die haben den Weißen Frieden trotzdem geschickt. Ich hab schon gesehen. So, jetzt ist die Frage, warten wir noch auf 14 Monate? Das ist jetzt noch knapp über ein Jahr. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt bei Galizien-Frage? Wird in 4 Jahren ablaufen? Noch sind es 4 Jahre, oder was? Das Oktoberfest haben wir wieder. Und politisch Unbeteiligte richten eine Petition an die Regierung. Österreichische Aristokratie hat Clemens von Metternich eine förmliche Petition zur Vormundschaft verabschiedet. Okay, die Aristokratie erwartet, dass wir die Vormundschaft innerhalb der nächsten 5 Jahre beschließen. Gegenüber den Frauen. Das ist sozusagen eine Art Rückschritt. Okay. Oh. Na schön. Weil ich würde tatsächlich jetzt noch meine Armee wieder anpassen wollen. Wir haben auch noch Verrufenheit, die muss ein bisschen reduziert werden. Hm. Dann passt das. So, Bausektor baut sich aber auch nur langsam aus. Ich meine, den haben wir jetzt erst auf 12 gebaut. Wir brauchen aber auch das Geld. Ich kann ihn jetzt nicht zu stark erhöhen, sonst haben wir wieder gleich kein Geld. Hey, wieso kann ich den jetzt hier nicht direkt ausbauen? Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Aber ich baue den Bausektor noch um 2 Stufen bitte aus. Das passt. Sehr schön. So, der große Hunger haben wir natürlich auch. Die Krone von Illyrien. Unsere Untertanen in Slowenien und Kroatien fordern mehr Autonomie und Selbstverwaltung. Guten Abend, Skapa. Illyrien ist ein alter Name für die Region, in der die slowenische und kroatische Bevölkerung lebt. In den letzten Jahren haben die beiden Gruppen mehr Autonomie und Vertretung in den kaiserlichen Angelegenheiten gefordert. Die volatilsten Elemente können besänftigt werden, wenn wir das Königreich Illyrien als neue föderale Einheit des Reichs gründen. So, damit haben wir einen weiteren Journaleintrag, die Krone von Illyrien. Gefühlt machen wir gerade alles gleichzeitig und ob das klappt, werden wir sehen. Ein Staat, kroatisches Heimatland, slowenisches Heimatland,
Ach so, da brauchen wir eine Regierungsverwaltung von mindestens 5. Universität und Stadtzentrum. Kroatisch und Slowenisch. Was ist denn alles Kroatisch und Slowenisch? Oh! Die Polen suchen um Versöhnung. Die polnische Regierung hat eine Note mit versöhnlichen Tönen übermitteln lassen und bietet Verhandlungen an. Wir mögen reagieren oder eben nicht. Akzeptiere die Initiative. Dann werden die Beziehungen mit Polen besser. Nehmt nur die Note an. Wir nehmen nur die Note an. Weil wir wollen ja noch hier was zurückfordern, was uns die Polen weggenommen haben, nicht wahr? Das mit Illyrien kann theoretisch warten, aber das können wir natürlich trotzdem schon planen. Das muss jetzt nicht sofort gemacht werden. Aber wir müssen eh noch Regierungsverwaltungen bauen. Und wieso dann nicht hier vor Ort? Aber kroatisch und slowenisches Heimatland. Wo kann ich das am besten sehen? Sind das Staatsregionen? Bosnien. Kroatisch und slowenisch. Woher weiß ich denn Staaten? Nee. Woher weiß ich, was damit gemeint ist? Welche Staaten zählen dann zu alle? Staaten. Kulturübersicht? Das ist es, glaube ich, oder? Nee. Warte mal. Staat ist ein kroatisches Heimatland und ein slowenisches. Achso, ich muss einfach da draufklicken. Das kann ich doch hier lesen. Kroatisch, Heimatland, ja. Kroatisch, Kroatisch, Slowenisch, Kroatisch. Oh Gott, das sind ziemlich viele. Das hier natürlich nicht. Das auch nicht. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück oder so. Boah. Okay. Da brauchen wir aber einiges, was wir bauen müssen. Das ist wirklich ein Langzeitprojekt. Aber wir können ja trotzdem schon mal beginnen. Und bauen hier alles mit Regierungsverwaltungen voll. Die werden wir früher oder später tatsächlich alle brauchen. So. Und in Bosnien dann auch noch. Einverstanden. So. Kundgebung der Kaisertreuen. Die abtrünnigen Galizier haben in vielen unserer fernen Territorien Unruhe und Unzufriedenheit und gar den Wunsch nach Freiheit angeregt. Gott schütze unseren Kaiser. 10% der Österreicher werden loyaler. Oha, okay. Das Ganze kommt gleich nochmal. Viel Spaß heute Abend noch. Danke, danke, Teppich. So. Wir warten noch auf unsere Technologie. Dann versuchen wir, das Gebiet, was uns rechtmäßig zusteht, wieder zurückzuholen. Die Frage ist, ob wir hier jetzt schon mal Bündnisse irgendwie... Nee. Die Briten. Die Briten wollen das nicht. Die Spanier, mit den Spaniern könnten wir es machen, wenn wir ihnen eine Verpflichtung geben. Aber das kriegen wir bestimmt auch bald ohne Verpflichtung hin, oder? Minus 16, ne? Können wir Handelsverträge machen? Handelsverträge... Minus 67. Haben noch nie mit den Österreichern gespielt. Der Kaiser sieht... Was? Sieht irgendwie scheußlich aus, meinst du? Schreckt ab? Das ist, glaube ich, dem damaligen Kaiser nachempfunden. Ferdinand von Habsburg. Gehasst, psychologische Gebrechen, kränklich. Das war tatsächlich ein sehr schwacher Kaiser. Hässlich, ja, ja, Reutex. Das war ein sehr schwacher Kaiser in der Hinsicht, der Ferdinand. Franz Josef, das ist ja der Kaiser, den jeder kennt. Franz Josef, der Mann von Sissi, glaube ich, oder? Das müsste doch der Franz Josef sein. Aber sein Vater, psychologische Gebrechen, kränklich. Also, warte mal, gibt es nicht mit der Mod die Möglichkeit, jemanden zu töten? Was passiert denn dann mit dem Achtjährigen? Wird das Kind dann ein Erbe? Nee. Wenn der an die Macht kommt, dann fehlt Autorität und Prestige. Verstehe. Verstehe. Schauen wir mal kurz zu den Entscheidungen. Da können wir aber aktuell gar nichts machen. Mobilisierung des Bundesheeres, Sächsische Konföderation. Beziehungsweise... Aha. Ah, warte mal, Sächsische Konföderation.
Verstehe ich das richtig, dass wir Sachsen unter unsere Kontrolle bekommen können? Dann müssen wir doch sofort mal hier Beziehungen verbessern mit den Sachsen. Schade, dass man kein Geld mehr direkt schicken kann, oder? Finanzierung. Wieso geht denn die Finanzierung nicht? Ach, weil wir noch keine Zentralbanken haben. Abdanken, wenn der Erbe bereit ist. Hessische Konföderation. Was mit Hessen? Können wir das auch machen? Beziehungen zwischen Hessen und Österreich sind größer gleich 40. Huh. Dann werden wir da auch mal Beziehungen verbessern, dass ich das nicht verpasse. Stromerzeugung. Ja, das ist alles eher fürs Spätere wichtig, diese berühmten Persönlichkeiten. Mord, dafür brauchen wir Nationalismus, Generalstäbe, Nitroglycerin. Ich verstehe. Suche nach dem Heiligen Gral, Expedition zum Nil. Ja, genau. Okay. Ja, gibt hier auf jeden Fall sehr viele, wie ihr seht, spannende Sachen. Sehr interessant das Ganze, sehr interessant. So, ihr könnt hier mal schauen. Ach, da fällt mir ein, können wir denn jetzt schon... nee. Viel ändern können wir aktuell tatsächlich nicht. Ja gut, dann lassen wir das erstmal so. Ihr könnt ja mal euch einen Überblick über die Karte gerade verschaffen, was die Mod wirklich im Detail alles geändert hat mit Polen, Ukraine und so weiter. Und ich bin gleich wieder da, liebe Zuschauer.
So, da bin ich wieder. Esquilax hat noch gefragt, was das in der Nation im Baltikum, Baltische Konföderation. Vereinigte Baltische Provinzen, das ist eine protestantische Theokratie. Genau, eine protestantische Theokratie. Die Ukraine eine Präsidialoligarchie und Polen eine Monarchie. Ganz spannender Mix hier auf jeden Fall. So, das speichern wir hier schon mal ab. Ha, denn... Ach, unser Gott Walter noch. Danke für deinen Follow vor 3 Minuten. Denn, liebe Zuschauer, wir sind sozusagen für heute jetzt hier mit Victoria 3 schon mal am Ende so langsam angekommen. Aber keine Sorge, ihr werdet mich gleich auch noch weiterhin live sehen können. Nicht hier auf meinem Twitch-Channel, sondern dann gleich live auf dem Games Bavaria Twitch-Channel, wo ich euch jetzt gleich hinraiden werde. Morgen gibt es aber hier auch wieder einen Livestream, morgen ab 20 Uhr abends. Und zwar habe ich morgen einen Spieleentwickler bei mir im Chat. Nicht nur im Chat, sondern hier auch im Stream. Das heißt, ihr hört dann den Spieleentwickler auch. Und zwar kann ich euch morgen ein neues, schönes Spiel vorstellen. Und zwar heißt das Elaborate Lands. Das ist fast eine Premiere, dass ich euch das vorstellen darf. Das wird was ganz Besonderes. Schaut da also gerne rein, morgen Abend ab 20 Uhr live damit, hier. Und am Samstag gibt es wieder Victoria 3 in unserer Multiplayer-Roleplay-Runde, wo ich mit Bayern spiele. Und da spielen wir auch diese schöne Mod hier. Genau, kommt jetzt gerne alle mit zu Games Bavaria und raidet mit mir rüber, denn ich freue mich natürlich, wenn ihr mich dort unterstützt, wenn ihr da fleißig auch im Chat schreibt. Ich sehe den Games Bavaria Chat auch. Dort bin ich dann ab 20.30 Uhr live, das heißt jetzt so von 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr gibt es da so eine kurze Moderation. Da wird schon dann das nächste Spiel, Sengoku Dynasty, vorgestellt. Hallo Heimi übrigens. Ja, würdet mich freuen, wenn ihr da ordentlich aktiv seid im Chat in Games Bavaria und mich unterstützt dadurch so ein bisschen. Und ja, dann werden wir jetzt gleich dort Sengoku Dynasty spielen und streamen. Und da werde ich auch mit einem der Produzenten und Publisher von Toplitz, mit dem Sascha, im Gespräch sein und werde ihm auch eure Fragen stellen, die ihr vorher im Discord mir geschrieben habt. Und natürlich könnt ihr auch noch live währenddessen irgendwelche Fragen stellen zu Sengoku Dynasty, dem neuen Strategiespiel-Hit, könnte man fast schon sagen. Nachfolger von Medieval Dynasty in etwa. Gut. Dann würde ich sagen, raiden wir doch jetzt mal rüber. Dann wisst ihr alle eigentlich jetzt Bescheid. So. Raiden wir doch jetzt mal rüber zu Games Bavaria. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ansonsten findet ihr den Stream auf Twitch. Es heißt Games Bavaria, alles klein geschrieben. Aber da wollen wir jetzt gleich rüber raiden. Wird schon hoffentlich funktionieren. So. Ich muss dann hier nämlich schnell alles umstellen. Ich hoffe, euch hat es gefallen hier mit Österreich in Victoria 3. Den Spielstand setzen wir auf jeden Fall bei Gelegenheit fort. Es macht mir Spaß und ich glaube, die Mod bietet hier noch sehr, sehr viel Potenzial. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß bei Games Bavaria. Dort bin ich dann ab 20.30 Uhr wieder live zu sehen. Das heißt, ich hoffe, ich sehe euch alle dort wieder. Und jetzt erstmal dort viel Spaß und bis gleich, liebe Zuschauer.